Hallihallo, Hallöchen, Leute, hier bin ich wieder, euer Korax. Diesmal zu Forts und Multiplayer. Ich werde mich da wagen, in Multiplayer zu gehen. Mal gucken, wie es da abläuft. Kampagne habe ich gerade keine Lust. Deswegen schauen wir einfach mal was. Ich wollte nicht auf Replays klicken. Hallo! Hier! Sehe ich mir ganze Replays zurück. So, Mehrspielermodus. Online. Battleground. 4 bis 8. Region. Weit. Schließen. Warte, schließen. Verbinden wir mal zu denen. Ich verbinde mir einfach zu irgendjemand. Wird schon sehen, ob es schief läuft. Commander, Geizhals. Hurricane. Schnelles Bauen, schnelles Reparieren, schnelles Nachladen. Hat keine Karte, die da abonnieren. Ach so, jetzt hat. Weißt du, wieso musste da so rumspammen? Da kann man spammen, da kann man schlecht auf runterladen klicken. Heide nein. Oh, der hat einen 4000er Ping. Liege 1, Rang 1300, Rang 13. Ein 1 von gegen 1. Der Rang 13. Alter Falter. Oh. Geht los. Wir werden alle sterben. Rang 13 Spieler spielt in meinem Team. Na, ja, okay. Schau mal. Wie das abläuft. Da spielen wir noch alle zusammen in das eine hier. Okay. Nee. Nee, ich will nicht rauszoomen, ich will reinzoomen, ich will. Da fehlt eine Kanone. Plasma-Laser, Kanone, 20mm Geschütz. Na, weiter nach hinten geht's nicht, okay. Hä? Also irgendwie gemeinsames Geld, das ist doch kacke, oder? Was soll ich da machen? Ich bin überfordert. Ich habe noch nie so ein Multiplayer-Spiel gespielt. Ich hab's immer nur gesehen. Aber ich glaube, ich kann nichts machen. Die klauen immer ganzes Geld. Ich kann ja. Hä? Ich kann mir ums Reparieren kümmern. Nicht genug Energie. Verlassen. Gut. Restop. Why? Hä? Why Fifu? Fifu! Karte. Warte mal. Lass mich mal hier was rumtesten, überhaupt gucken, was es alles für Generäle sind und so. Start. So. Commander. Was gibt's denn hier eigentlich alles? So. Hier gibt's passiv Schilde reflektieren Geschosse vollkommen. Aha. Beischuss, Scharfschützengewehr erhöht der Projektilstreuung. Okay, aber er schießt zweimal. Bringe der Projektilstreuung. Okay. Ist also ein Sniper-Typ. Gefechtsköpfe zerspringen zu Schwärme, wenn sie zerstört werden. Verringert Ziel- oder Startverzögerung. Verringert er, okay. EMP schickt Flugkörper zurück.
Bei dem Flugkörper, wohin? Schnelle Raketenflug, das ist ja der Raketentyp. Dann haben wir Shockenout. Passiv. Schilde absorbieren Energie von Lasern. Die maximale Gruppengröße ist auf 4 erhöht. Okay, das ist cool irgendwie. Platziert explosive Fässer im gegnerischen Fort. Oh. So, Hurricane. Schnelles Bauen, schnelles Reparieren, schnelles Nachladen. Zweifaches Verbesserungsbautempo. Aha. Schnellere Produktion, zweifaches Tempo bei Geräte. Aha. Architekt. Billiger Bau, höhere Lagerkapazität. Vierfaches Tempo beim Bau von Geräten, Waffen und Bauwerken. Die ist aber echt cool. Also mit dem kannst du echt bauen, 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 bauen. Dann haben wir den Feuervogel. Größeres Brandeffekt. Also langsame Ausbreitung des Feuers. Brandeffekt bei allen Waffen. Schwarzenschwein. Besseres Zielen, schnelleres Nachladen, schnelleres Nachladen schwerer Waffen verringert die Nachladezeit für schwere Mörser. Oh. Und 25 erhöhte Schaden an schweren Waffen. Adlerauge. Passiv. Schnelle Produktion von Scharfschützengewehren mit Laservisier. Besserem Zielen und Magazin. Oh. Einige Waffen haben Sprengmunition. Okay. Gürteltier? Billigere Panzerung und Schild, schnelle Türen. Ah, die Türen gehen schnell auf und zu. Panzerung und Schild ist billiger. Oh, das ist ja schon mal schön. Aktiv, schnell, Reparatur zum halben Preis. Sieht versteckte Panzerung und Schilde. Spion. Schaden verbergen, feindliche Ressourcen sehen. Aktiv in feindliches Forts sehen, Ressourcen stehlen. Aha. Reizheld. Billige Reparatur, bessere Sammler, 100% Bergung. Was ist Bergung? Ich weiß nicht. Feuern zum halben Kreis. Also sind schon ein paar coole dabei, aber ich kann mich jetzt gerade mal echt nicht für einen entscheiden hier. Aber der wäre cool, oder? Da muss ich halt dann mit auf jeden Fall Raketen. Bilder absorbieren Laser, platziert Explosion für zum Gegner fort. Kann man auch Zufall machen. Dann was gibt's an Team Co-op? Im Deathmatch. Willkeitsgrad. Automatische Verteilung deaktiviert für Team 1. Standardkarte. Vorgebaut. Alles oder nichts. D-Day. Abyss. Höllenmund. Höhle. Oh mein Gott. Achso, okay. KI verwendet neue Waffen. English Names. Moorings, Needles, Outcroup. Ja, English Names ist cool. Wenn man wahrscheinlich online gegen ganze andere Leute spielt. Ja, Leute, ich bin ja irgendwie richtig super gut drauf beim Multiplayer-Spiel hier. Also ich würde mal sagen, wir werden als nächstes, also wir probieren einfach mal. Welcher war das? Das Nachladeschwere Waffen, die Nachladezeit für schwere Mörser, scheinbar schwere Waffen. Geizhals, billige Reparatur, bessere Sammler, 100% Bergung. Feuern zum halben Preis. Das führt mir gefühlt, das hört sich gut an. Verbindung mit hergestellt. Mods Download. Commander, Geizhals, auswählen. Mods disable, Warhead Moon Gravity. Okay, what? Talking out for extra spice for mortars. Hat keine Karte 4x4 Pyramid Moon. Hä? Jetzt hat es runtergeladen, okay. Dann muss er die Mods am Händlercontroller laden, okay. Armor Piecing Sniper, Cannon, EMP, Firebeam, Flag, Machine Gun, Minigun, Blocke, Plasma Laser, Rocket, Shotgun, Sniper, Swarm Missiles, Warhead, Gravity, Reloader.
Moon Crate Repair Station, tons of guns. Okay. Locker Note. Hier hat platziert explizit. Oh, also irgendwie kann man nur mit Mortar arbeiten, also. Bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt, Leute, was jetzt hier abgeht. Ich habe irgendwie Angst. Ich habe jetzt auch erstmal den Mod Tons of Guns dabei, also. Keine Ahnung, was uns erwartet. Ich weiß es nicht. Wir warten einfach. Warte. Warte. Okay, ich bin da. Aha. Na los, komm. Ich habe nur den einen zum Schießen, okay. Dum. Waffenkammer, Raketenfleck. Jede Verbesserung. Okay. Okay.
Echt übel, dass man hier keinen Schutz hat gegen mit Maschinengewehr und so. Oh mein Gott. Wo fliegen die denn ganz hin? Hey, was soll das Scheiß hier? Irgendwie ist auch die Physik hier ganz anders, oder? Die fliegen doch viel höher und weiter als sonst. Das ist irgendwie komisch hier. Jetzt regnet.
Ah, da habe ich keine Chance mehr. Ich habe keine Chance mehr. Meep, meep, meep. Badaboom. Der Spielmodus ist komisch. Long Fight. Was ist Long Fight? Immerhin. Ich guck mal, was da Sache ist. Long Fight. Was soll das heißen? Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Okay. Ich weiß es trotzdem nicht. Hallo Mikrofon. Tüt, tüt. Tüt, tüt. Lippen brennen. Feuer, Feuer. Der Multiplayer ist ja hammergeil hier. Läuft super. Battleground. Fussel. Fusel, alles klar, ich komm zu Fusel. Fusel! Tanya's Mod, oh, jetzt sag ich Tanya's Mod auch. Repair Station. Okay, wir werden aber nochmal hier Geizhalter auswählen. Den Breit. Fusel, hast du TS? Ich han Angst. Bin ich erstmal überladen mit den ganzen Features, wo es das Spiel hier mitbringt und so und hier und da. Guck mal, die Mine hört. Was ist denn das? Was ist denn hier? Wieso ist da nix? Rakete Flak 400. Sehe hier eine kleine Misskonfiguration. Was ist das hier alles? Das brennt und repariert alles. Repariert alles in der Nähe. Schön.
Hey, was ist das? So, dadurch kriege ich jetzt Raketen und Flachs her. So für die Entfernung versteckter Waffen. BMP-Rakete, was ist das? Keine Ahnung, hat keine Information darüber. Der obere schießt so hoch. Was schreibt man? Ja. Wer ist da weg? Ja, hier unten, okay. Ich hab's Upgrade Center noch nicht. Ausrichtung passt. Nur noch upgraden. Was macht diese komische Geräusche? Das kostet 400. Los, Kerl, komm!
Wo sind die Granaten? Wo kommen sie runter? Ah, okay. Was brauchen die zum Schießen? Ich hab nicht genug Strom. Mann, ey, ich habe keinen Wind hier mehr. Okidoki. Asshole! Hohoho! Okay. Okay. Was macht mein Kollege? Was hat der da? Was ist das? Was ist das? Der hat ja gar keine Waffen. Oh je. Oh je. Okay. Drei Raketen, sie hat ja die gefunden, übernommen von dem einen. Naja, okay. Es ruckelt. Hallo? Das zuckelt da runter, ich seh's. Obwohl, Leute, kommen wir hören hier auf. Das war's für jetzt erstmal. Wir kommen heute Abend wieder online. Ja, ihr habt wieder so gesehen. Nicht viel gesehen. Egal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute. Nicht vergessen zu abonnieren.